Willst du es unseren Zuschauern mitteilen, was du glaubst, was er in ein paar Jahren macht? Ein Ex-Kollege, der mit ihm lange gespielt hat, sagt mir, dass er schauspielern will. Tatsächlich. Ja, also entweder er bleibt in Turin, der einzige Verein, wenn er wohin geht, der will ja die Champions League gewinnen. Der geht ja nicht irgendwo hin, zurück nach Portugal, dass er nochmal portugiesischer Meister wird. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, das wäre natürlich eine Riesengeschichte, wenn er zurück nach Manchester geht. Ja, das ist das Einzige, was ich mir in Europa vorstellen kann. Wenn nicht, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass er 2 Jahre Amerika macht. Beckhams Team? Möglicherweise. Und dann wird er Schauspieler. Ja, gut, also das, Dennis, wir mussten sehr lachen, weil der natürlich sagt, gut, aber vielleicht ist ich das... Ich gebe nur weiter, was mir erzählt wurde, aber aus verlässlicher Quelle. Gut, also in diesem Sinne, das kommt auf Wiedervorlage und jetzt gucken wir ihn vor. Zu Leipzig morgen gegen Liverpool. Großes Spiel morgen hier am Tisch. Dennis kann auch nicht mehr. Ich versuche es trotzdem nochmal. Die Leipzig morgen mit Chancen gegen Liverpool? Nein. Also Liverpool war ja die letzten 6 Wochen völlig von der Rolle. Aber in der Champions League haben sie anderes Gesicht gezeigt. Deswegen, ich hoffe ja, aber ich glaube nein.